Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Mein Name ist Bianca Oberscheider und es freut mich, dass ich Sie auch heute begrüßen darf. Hatten Sie schon mal Probleme mit Ihrem Rücken? Wahrscheinlich schon. Beim Gesundheitstalk wurde das Thema Rückenschmerzen behandelt und einige Lösungswege herausgefiltert, um dem Schmerz entgegenzusteuern. Ich wünsche Ihnen nun spannende Minuten mit dem BEMA Gesundheitstalk. Kamera 1 bereit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gesundheitstalk. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es um ein Thema, das sehr viele Zuseher betrifft, und zwar Rückenschmerzen. Wir kennen das alle, oder sehr viele zumindest, das Kreuz mit dem Kreuz. Wir wollen Ihnen heute Möglichkeiten zeigen, wie Sie vielleicht von diesen Schmerzen befreit werden können, vor allen Dingen, wie man Ihnen vielleicht in dieser Geschichte behilflich sein kann. Wir wollen Ihnen aber auch sagen und zeigen, wann es notwendig ist, wenn man zum Arzt gehen sollte. Und ich habe zu diesem Thema interessante Gäste hier und heute eingeladen, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Herr Dr. Ralf Burger. Er ist Facharzt für Radiologie und Spezialist im Bereich Hochfeld-MRT. Frau Judith Eicher. Sie ist Reha-Übungsleiterin im Bereich Orthopädie und diplomierte Rückentrainerin. Herr Cornelius Deuring, er ist seit einem schweren Skiunfall Rückenpatient. Und Frau Sina Morgenstern, sie hatte einen Bandscheibenvorfall. Rückenschmerzen sind nicht nur Rückenschmerzen, oder anders ausgedrückt, es wird ja vermutlich auch unterschiedliche Schweregrade geben, was Rückenschmerzen anbelangt. Grundsätzlich in der Medizin unterscheiden wir zwischen zwei Hauptgruppen, die sich so aufteilen in akute Schmerzen und in chronische Schmerzen. Akute Schmerzen, und hier muss man nochmal sagen, der Schmerz ist eigentlich eine wunderbare Erfindung der Natur, denn der Schmerz zeigt uns, dass irgendwas im Körper nicht stimmt und ist als Alarmsignal zu werten. Der akute Schmerz kann sehr oft oder wird meistens immer mit einem Event assoziiert. Ich kann sehr wohl sagen, woher kommt der Schmerz, was tut mir weh, ist quasi ein Gewebezerreißungsschmerz, wenn man das mal so drastisch ausdrücken kann. Das heißt, ich kann sehr genau lokalisieren, wo dieser Schmerz herkommt. Beim chronischen Schmerz ist es jetzt schon wieder etwas problematischer. Das heißt, es muss eine hervorgegangene Geschichte, eine Schmerzgeschichte bestanden haben, die durch Therapie etwas abgeschwächt worden ist, aber nie richtig beseitigt worden ist. Und die Definition des chronischen Schmerzes ist gegeben als Schmerzzustand, der länger als 3 bis 6 Monate andauert. Und hier ist es dann schwierig, und da sagen wir als Mediziner jetzt, das ist eine multifaktorielle Genese, das heißt, hier sind viele oder mehrere Ursachen möglich, wobei eine genaue Eingrenzung des Schmerzortes meistens nicht mehr genau möglich ist, und dann entsteht dieser sogenannte unspezifische Rückenschmerz, der in seiner Behandlung, Therapie, aber vor allem in der Diagnostik für uns Diagnostiker sehr schwer darzustellen ist. Darf ich noch ganz kurz dranbleiben, und zwar, wo sehen Sie unter Anführungszeichen die Ursachen für Rückenschmerzen? Die sind ja sowas von vielfältig. Auch hier können wir wieder zwei große Kategorien unterscheiden. Den akuten Schmerz, sprich den traumatischen Schmerz, der durch einen Unfall, durch einen plötzlichen Bandscheibenvorfall hervorgerufen worden ist, oder einen Bruch, Knochenbruch, jetzt in der, im Wirbelkörperbruch beim Skifahren. Die Skisaison steht ja wieder vor der Haustüre. Aber ein der Hauptprobleme ist, und was sich auch jetzt wieder, gerade vor 14 Tagen ist der Europäische Schmerztherapiekongress in Hamburg zu Ende gegangen. Und hier hat man jetzt ganz einfach, immer mehr kommt man auf den Trichter, dass hier unser gesamtes Leben, vor allem hier der Bewegungsmangel, den wir alle, an dem wir alle leiden, früher sind wir noch ungefähr
wenn man so ein kleines Beispiel nehmen kann, ein Postbote geht ungefähr 18.000 Schritt am Tag. Wir heute durch die sitzende Tätigkeit am Computer gehen heute maximal noch knapp 900 Meter, was ungefähr knapp 1.000 Schritt am Tag. 300 Meter, ne? Oder 300 Meter, ja, dann ist es ja noch schlimmer. Ne? Dann ist es noch schlimmer. Entschuldigung, darf ich hier einhängen? 300 Meter am Tag im Durchschnitt? Es gibt Studien, 300 Meter laufen manche Leute. Also jetzt hoffe ich ganz einfach, dass niemand jetzt aufsteht und meint, er müsste diese 300 Meter machen. Aber es ist sehr erschreckend. Also vor allen Dingen Sie, die ganz stark und intensiv mit diesen Geschichten zu tun haben, ich glaube, da kommen ja erschreckende Zahlen hervor. Ja, es ist erstaunlich, wie wenig sich manche Menschen wirklich bewegen und wie wenig sie auch auf ihren Körper hören. Ich habe ja in meiner Praxis, in meiner Therapie, in meinen Reha-Kursen, in meinen Präventionskursen ganz viele Rückenpatienten gehabt, für die das teilweise sehr, sehr neu ist, was sie da machen. Ne? Und manche kommen auch vom Arzt mit der Diagnose, sie müssen mit den Schmerzen leben. Ne? Das ist genauso, was Herr Dr. Burger schon angesprochen hat. Unspezifischer Rückenschmerz, man weiß nicht, wo es herkommt. Sie müssen entweder damit leben oder man sucht sich eben eine Therapie. Also ich nehme an, Sie wundert das nicht, dass so viele Menschen irgendwann einen Arzt aufsuchen wegen Rückenschmerzen? Das wundert mich nicht, nein. Aber man sollte es halt abklären lassen. Ne? Also auf Teufel komm raus zu trainieren oder Muskeln zu dehnen, wie auch immer, macht auch keinen Sinn. Also man muss das abklären lassen. Und wenn der Arzt sagt, okay, ich kann nichts feststellen oder ich kann das feststellen, wir therapieren das so und so, dann kann man auch was dagegen tun. Hier muss ich noch was, wenn ich darf, bitte noch was einwerfen. Nachdem 85-90% dieser unspezifischen Rückenschmerzen, wie es ja jetzt auf dem Kongress in Hamburg immer wieder klarer und deutlicher wird, durch muskuläre Verspannungen hervorgerufen werden, die uns jetzt quasi als Diagnostiker, wir können jetzt nicht sehen, da ist kein Zeichen in dem Muskel drin und sagt, ich bin verspannt, hallo. Die stellen uns wirklich vor die Herausforderung. Uns als Diagnostiker wäre es am liebsten, wenn wir sehen, okay, es passt zur Schmerzklinik, ich habe einen großen Bandscheibenvorfall oder ich habe hier einen Knochenbruch, weil dann haben wir ein Korrelat sozusagen. Nur diese 85-90% der Patienten, die jetzt wirklich hier teilweise auch über Jahre an diesen Schmerzen leiden und wir aber jetzt in dem Sinn einen Ursprung finden, den man jetzt therapeutisch, sprich operativ sanieren könnte, die stellen uns wirklich vor die Problematik. Jetzt gibt es natürlich Situationen, die durch Unfälle hervorgerufen wurden und die natürlich schwierige Geschichten sind. Also Herr Döring, Sie sind 21 Jahre alt und Sie haben absolut permanent, wenn man das so sagen kann, Rückenschmerzen oder Klagen über Rückenschmerzen. Können Sie uns Ihre Leidensgeschichte kurz erzählen? Natürlich. Als 12-jähriger Junge bin ich eine Schanze gesprungen und da bin ich leider viel zu weit gesprungen, im Flachen gelandet, habe mich dabei stark verletzt, das heißt Wirbel gebrochen, starke Rückenprellung, Bluterguss im Knie. Also die Rückenprellung und der Bluterguss im Knie, da habe ich jetzt mittlerweile keine Beschwerden mehr, nur was mir halt noch Probleme bereitet, ist der Rücken. Und seitdem habe ich chronische Rückenschmerzen sozusagen. Und ich versuche jetzt, das Beste daraus zu machen. Stell dir das nicht einfach vor, wenn man so jung ist. Wenn man jetzt, ich sage mal, älter ist, dann findet man sich mit diversen Situationen ab und nimmt das einfach so zur Kenntnis. Aber in diesem jungen Alter stelle ich mir das unwahrscheinlich schwer vor, mehr oder weniger immer wieder mit Schmerzen konfrontiert zu sein. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt Therapien gefunden, die auf den Schmerz ansprechen und somit hält sich das in Grenzen mit dem Schmerz. Es ist jetzt nicht so, dass ich am Morgen aufstehe und gleich den Rücken spüre. Oder ich kann wirklich alle... Gott sei Dank gibt es Therapien. Auf diese Therapien werden wir im Laufe des Gesundheitstalks natürlich noch zu sprechen kommen. Aber es ist schön, dass Sie schon jetzt den Leuten an den Bildschirmen Hoffnung geben, dass man doch nicht mit Schmerzen durchs Leben gehen muss. Jetzt kommt eine Geschichte, die mich sehr betroffen hat, schon im Vorfeld.
im Vorgespräch, Frau Morgenstern, Sie sind auch eine Betroffene. Darf ich ganz naiv, ganz einfach so fragen, was ist mit Ihrem Rücken nicht in Ordnung? Also bei mir hat das ganz unspezifisch angefangen mit dem Schmerz, der einem ins Kreuz fährt, wenn man aufsteht. Ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht und dachte, das geht schon wieder von alleine weg. Das wurde dann aber innerhalb von ein paar Wochen immer schlimmer, dass ich, gerade wenn ich mich beim Duschen verdreht habe, wie eingefroren war, wie eine Salzsäule. Und mein Freund musste mich dann auch meistens ins Bett tragen. Da lag ich dann ein paar Stunden, bis diese Muskelverspannung wieder nachgelassen hat. Und dann bin ich dann auch zum Arzt gegangen, ich mir dann schon Sorgen gemacht habe. Und habe das auch behandeln lassen, chiropraktisch erstmal. Und dann fiel auch das Wort Bandscheibenvorfall. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, ich doch nicht. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es sowas sein könnte. Ich dachte, das kriegen immer die anderen, nur nicht ich. Ich habe auch immer Sport gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe eine sitzende Tätigkeit im Büro und ich habe von Anfang an seit der Ausbildung immer Sport betrieben, weil ich eben einen Ausgleich gebraucht habe. Und ich bin dann leider in der Zeit noch umgezogen, habe viele Kisten geschleppt, da hat sich mein Rücken dann drüber gefreut und habe dann nach dem Umzug eine neue Arbeit angefangen, auch wieder im Büro, 8, 9, 10 Stunden im Sitzen. Und dann wurde das innerhalb kürzester Zeit richtig schlimm. Also ich habe dann auch angefangen zu humpeln, ich hatte wie eine Lähmung im rechten Bein, dann ging Kribbeln. Ja, bis zum Knie war es ungefähr schon. Und als dann der Fuß taub wurde, habe ich mir dann schon Sorgen gemacht und bin dann noch mal zum Arzt natürlich, habe auch Cortisonspritzen bekommen. Das wurde nicht besser und letztendlich war ich dann in der Notaufnahme im Krankenhaus und ja, da wollten sie mich gleich da behalten und das medikamentös behandeln, auch mit einer Kanüle im Rücken und das hat mir dann schon ziemlich Angst gemacht und dann bin ich erstmal heimgeflüchtet, um mich nochmal grundsätzlich zu informieren, habe auch eine zweite Arztmeinung eingeholt und habe es dann doch letztendlich geschafft, eine OP zu verhindern, indem ich mich einfach mit einer Kombination aus verschiedenen Methoden behandelt habe, über viele Monate, aber auf jeden Fall ohne OP. Jetzt sind Sie 21 Jahre, Herr Theuring. Ich will ganz einfach nochmal in diese Geschichte eingehen. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor. Jetzt haben Sie angesprochen, Sie haben gewisse Therapien und Sie können heute, darf ich sagen, mehr oder weniger schmerzfrei durchs Leben gehen? Oder habe ich das vielleicht zu positiv gesagt? Also ich kann jetzt nicht über starke Schmerzen beklagen. Das Problem bei mir ist, wenn ich mich jetzt zu viel bewege oder Übungen mache mit starkem Gewicht oder Schnelligkeitstraining, wo der Bewegungsapparat sehr stark beansprucht wird, dann wird der Schmerz immer stärker. Was ich mache, dass es besser wird oder dass es so bleibt, wie es ist, Rumpfübungen, also Bauch, Rücken, ich dehne die Muskulatur und ich mache auch die BMR-Therapie. Wie wirkt sich jetzt konkret diese physikalische Gefäßtherapie bei Ihnen aus? Haben Sie weniger Schmerzen? Fühlen Sie sich wohler? Können Sie den Bewegungsapparat anders einsetzen? Also wie kann man sich das als Laie vorstellen? Eben, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Sportler. Ich bewege mich sehr viel. Und durch den BEMA, durch die Therapie, wird der Schmerz eingedämmt. Das heißt, er wird nicht stärker. Er bleibt so, wie er ist. Das heißt, erträglich für mich. Also absolut positiv. Ja. Also man hat auch noch eigentlich einfach mehr Energie übrig. Ja. Man merkt, der Körper regeneriert sich schneller. Der Körper regeneriert sich schneller. Sie fühlen sich einfach, kann man vielleicht so sagen, rundum wohler, fitter. Ja. Also wenn ich jetzt den Herrn Dr. Ralf Burgers anschaue, ich glaube, ein Arzt könnte das Phänomen kaum besser beschreiben. Ja, was versuchen wir eigentlich hier? Ich meine, der junge Mann muss sich eine neue Bewegungsart
prägen quasi durch diese Vorschädigung mit diesem Unfall. Das Gefüge ist gestört, wie wir schon gesagt haben. Und was versuchen wir zu erreichen? Durch diese Verspannungen, die müssen gelöst werden. Und ich glaube, Freichert, Sie geben mir da recht, wenn ich dann sage, ich muss sie erst lösen. Was muss ich machen? Ich muss die Muskulatur wieder stärken. Wie stärke ich sie? Indem ich die Durchblutung anrege. Und das erreiche ich einfach physiotherapeutisch, indem ich Massagen mache, indem ich Manualtherapie mache. Natürlich, er lernt dann wieder den alten Bewegungsgang wieder hereinzubringen. Und das ist ganz einfach, wir versuchen hier wieder Leben, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, in diese verkrampfte Muskulatur zu bringen. Das heißt, die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen wird wieder gewährleistet, aber auch der Abtransport der Stoffwechselendprodukte. Und hier sehe ich bei der physikalischen Gefäßtherapie, die wirklich auf diese Mikrozirkulation, sprich die kleinsten Gefäße, dort, wo dieser Stoffaustausch stattfindet, einen wunderbaren ergänzenden Part in dieser Therapie. Und ich muss ganz ehrlich eins sagen, auch ich bin von Kreuzschmerzen nicht verschont geblieben. Ich bin mit kleineren Fehlstellungen auf die Welt gekommen und habe eine schiefe Wirbelsäule wie ein S. Jahrelang selber Rückenschmerzpatient mit Medikamenten versucht, die Symptome, den Schmerz wegzubringen, aber nie die Ursache. Und hier haben wir einen Ansatz mit dieser physikalischen Gefäßtherapie, aber auch den anderen physikalischen Methoden hier wirklich für die Patienten individuell ihre Bedürfnisse und auch vor allem die Muskulatur und den Organismus zu regenerieren. Und ich kann es nur bestätigen. Also ich habe ganz einfach das Gefühl, nach dieser Sendung oder wie wir jetzt in dieser Sendung unterwegs sind, ich habe das Gefühl, es hat wirklich fast jeder irgendwann schon mal ein Rückenproblem gehabt. Ich spüre es bei mir selber immer wieder, kommt es irgendwann hoch, irgendwann sind wieder Rückenschmerzen da, sind sie wieder weg. Also man kann vielleicht sagen, man ist in dieser Geschichte erstens nicht alleine, weil das sehr viele haben, und zweitens kann geholfen werden. Also wenn wir zum Rückenschmerz eine Selbsthilfegruppe bilden würden, wären ungefähr in Österreich würde die 2 Millionen Menschen Wobei umfassen. Anonym werden wir jetzt nicht mehr, ne? Wir nicht mehr, nein. Aber auf jeden Fall, wenn alle, die Rückenschmerzen haben, zusammenkommen würden, würde das ein Riesen-Event geben. Jawohl. Ja. Facebook. Unvorstellbar. Das gibt mir übrigens dann noch den Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren wollen, dann blenden wir das natürlich gerne ein. Geben Sie ganz einfach Rückenschmerzen ein und mailen Sie uns oder schicken Sie uns ein Mail unter folgender E-Mail-Adresse info@gesundheitstalk.com und hier bekommen Sie weitere Informationen. Und abschließend ganz einfach der Satz: Bleiben Sie gesund. Kamera 1 bereit. Freizeit oder im Sport, durch den positiven Einfluss der BEMA-Technologie auf die Gesundheit und die deutliche Verbesserung des Schlafs erhöhen sich unter anderem das allgemeine Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit, somit letztlich auch die Lebensqualität. For you, for life, for energy. BEMA, offizieller Partner des Ländle TV Gesundheitstalks. Abartig gut. Die Scheibenfolien bei Joe-Kleber Dornbirn. Tausch, Tönung, Reparatur. Sie wollen zum Frühstück frische Semmel, eine Tasse Kaffee und ein Glas Orangensaft? Selbstverständlich. Im Lädele in Ihrer Heimatgemeinde bekommen Sie alles für Ihr Wunschfrühstück und fürs Mittagessen, fürs Abendessen und für die Feier, die Sie schon lange geplant haben. Im Nahverkehr beliefert der LKW und sein verantwortungsbewusster Fahrer die Geschäfte mit Waren. Er liefert die Ziegel für Ihr Traumhaus und bringt die Erde für die Gartengestaltung. Der LKW ist das Bindeglied, das Betriebe mit den benötigten Rohstoffen beliefert und das die Produkte, für die unsere Wirtschaft bekannt ist, ausliefert.
bis zur Schiene, bis zum Hafen, bis zum Kunden. Und Sie können sicher sein. Unsere Mitarbeiter fahren keinen unnötigen Kilometer, sie verbrauchen keinen Liter Treibstoff zu viel. Sie nehmen Rücksicht auf die Umwelt mit LKWs, die heute schon weit sauberer fahren als die meisten PKWs. Sie bringen, was wir täglich brauchen. Unsere Mitarbeiter sind heute weit mehr als nur Fahrzeugführer. Sie besitzen technisches Wissen, sie können mit dem Computer umgehen und sind Logistikexperten. Und sie sind täglich im Kontakt mit vielen Menschen, ob nun im Nahbereich oder in ganz Europa. LKW-Lenker, ein Beruf mit Perspektive. Heile! Wenn du wissen willst, was los ist, dann kommst du zu mir. Endlich alle aus dem Haus? Dann klopfe ich mit dir ein Jass. Hast du ein gutes Video? Sagst du es zuerst mir? Ich habe immer ein paar Geschichten, weißt du, Ratsch und Klatsch. Ihr sucht eine neue Wohnung oder ein anderes Auto? Für euch haben wir immer noch was GRK-Thema. Ich kann euch alles sagen, wie das Wetter wird. Im Fußball verloren? Ich sag dir warum. Und wenn du mal niemand hast, mit dem reden kannst, dann kommst du zu uns. Wir sind all für dich da. Wir sind nämlich voll die große Family. Schneller, besser, näher. Vorarlberg Online. Ihr könnt euch alle abbusseln. 50 Jahre Expert Janitz. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Im Wifi in Hohenems ging bereits die 15. BIFO-Messe über die Bühne. In eigens aufgebauten Werkstätten und Showrooms konnten sich Eltern mit ihren Kindern informieren, was in den verschiedensten Berufen in Vorarlberg gefragt ist. In der heutigen Ausgabe geht es um die Berufe in der Vorarlberger Textil- und Bekleidungsindustrie. Ich wünsche Ihnen nun spannende Minuten. Die BIFO-Messe 2011, welche vor kurzem im Wifi in Hohenems stattfand, stand ganz unter dem Motto Karriere durch Lehre und somit auch ganz im Zeichen der Lehrausbildung. Den Jugendlichen und Eltern soll die Vielzahl und Attraktivität von Lehrberufen vor Augen geführt werden. Sichtbar interessiert waren dabei eine Vielzahl von Jugendlichen, welche am Infostand der VTEX, also der Vertretung der Vorarlberger Textilunternehmen, einen Überblick über vielfache Textilberufe gewinnen konnten. Die interessierten Schüler wurden zum Mitfärben, Mitstricken, Mitsticken und farbtechnische Fragen beantworten eingeladen. So wurde zum Beispiel eine Wintermütze bestickt oder mit der Rundstrickmaschine ein Oberteil gefertigt, welches dann individuell mit Anleitung durch einen Textilchemikerlehrling eingefärbt wurde. Als Textilchemiker lernt man mit Farben umzugehen oder verschiedenen Chemikalien. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf und man muss immer gefasst sein und immer konzentriert. Ich lerne schon, wie man Farben mischt und wie man was für ein Material färbt an verschiedenen Maschinen oder verschiedene Verfahren. Ich kann Wolle färben, Polyamid, alle synthetische Fasern. Seide kann ich auch färben, Wolle. Die Lehre geht 3,5 Jahre mit Berufsschule. Der bedeutendste Innovationsschub für das Textilgewerbe in Vorarlberg war die Einführung der Baumwolle Mitte des 18. Jahrhunderts. Heutzutage erlernen Textiltechniker unter anderem, wie aus einfachen Baumwollfäden Stoffgewebe entstehen und wie die Technik hierzu an der Webmaschine durch Kette, Schuss, Platinen und dem Blatt gesteuert wird. Also zuerst hat man mal 3 Monate
Grundausbildung Maschinenbautechniker, weil zuerst war es so, dass Textiltechniker und Textilmechaniker auseinander waren. Jetzt hat man es alles auf Textiltechniker aufgetan. Es ist brutal gutes Lehr. Wir haben einen brutal guten Lehrmeister. Das macht eigentlich voll viel Spaß. Die Unternehmen der Vorarlberger Textilindustrie bilden momentan Lehrlinge in 14 unterschiedlichen Lehrberufen aus und bieten weltweit interessante Karrieremöglichkeiten. Ein Teil der Lehrberufe sind zum Beispiel Textiltechnik, Textilchemie, Chemielabortechnik, Stoffdrucker, Bürokaufmann oder Einzelhandelskauffrau, wie uns ein Lehrling von der Firma Wolfort erzählt. Man ist eigentlich hauptsächlich im Verkauf, aber genauso auch, man geht auch mal in die Firma rüber, macht mal da ein paar Sachen, also holt was. Also verschieden auch. Also man ist jetzt nicht nur im Einzelnen, also nicht nur verkaufen, man kann auch genauso irgendwie, wenn man jetzt unbedingt will, in die Buchhaltung mal für eine Woche nachschauen, wie es dort ist. Also man ist wirklich, also es ist wie so eine kleine Familie, sagen wir es so. Weil in der Boutique ist es so, im Shop auch, also es halten immer alle zusammen, jeder hilft da. Die österreichische Textilindustrie zeichnet sich vor allem an der innovativen und kreativen Stärke der technisch versierten Unternehmen aus. Welche Technik hinter der Herstellung feinster Strickstoffe steckt und wie der Lehrberuf dazu heißt, erfahren wir vom Ausbildungsleiter persönlich. Man muss die Technik ausforschen oder mehr oder weniger auskitzeln, dass man zu solchen Feinheiten kommt, weil das ist eigentlich der einzige Vorsprung, den die europäische Textilindustrie hat. Einfach feine Sachen machen, die andere nicht können. Die Vorarlberger Textilindustrie ist weltweit bekannt für ihre Top-Qualität und Einzigartigkeit ihrer Produkte. Die VTEX zeigte uns auf der BIFO-Messe einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Möglichkeiten im Textilgewerbe und zeigte uns, dass eine Ausbildung im Textilbereich interessant und zukunftsorientiert ist. Am 7. Dezember findet der Tag des Honigs statt, dessen Ziel die Erhaltung einer flächendeckenden Bienenhaltung und Imkereiwirtschaft ist. Mehr dazu kann Ihnen nun unser heutiger Talk-Gast Herr Richard Burtscher erzählen. Hallo, grüß Gott, recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ländli Talk direkt aus dem Autohaus Hörburger aus Wolfurt. Bei mir darf ich heute einen Mann quasi aus der Natur begrüßen. Herzlich willkommen, Richard Burtscher. Danke. Herr Burtscher, Sie sind Honigreferent vom Vorarlberger Imkerverband. Wie kommt man dazu, überhaupt anzufangen zu imkern? Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Manche bekommen ein Bienenvolk oder einen Schwarm geschenkt. Oder meistens sind es die Gespräche mit einem Imker. Oft sind es Honigkunden und dann spricht man über den Honig und die Honigqualität und dann so wird man animiert, Imker zu werden. Ist es ein Beruf oder eine Berufung? Das ist eine Berufung. Also in Vorarlberg ist es sicher eine Berufung. Was muss vorausgesetzt sein, dass ich von der Berufung Imker einen Beruf machen kann, dass ich davon leben kann? Da muss ich mindestens 400 Völker haben, was in Vorarlberg möglich ist, aber die Massentrachten, wie sie in anderen Bundesländern oder im Ausland sind, gibt es in Vorarlberg nicht. Also in Vorarlberg ist es kaum möglich, Berufsimker zu werden. Wenn Sie sagen 400 Völker, ich stelle mir das unglaublich viel vor. Sie sind ja logischerweise, das setze ich jetzt mal voraus, selber Imker. Wie viel haben Sie beispielsweise? Ich habe so um die 40 Bienenvölker. Und 400, kann man das überhaupt bewerkstelligen? Muss man da nicht überall im Land verstreut tagtäglich vor Ort sein?
tagtäglich nicht, aber die Bienen können nicht an einen Platz aufgestellt werden. Es sollten nicht mehr als 40 bis 50 Bienenvölker an einem Platz sein, somit sind sie verstreut. Aber wenn einer Berufsimker ist, dann muss er sowieso wandern. Er schaut dann, wo gerade eine Tracht ist, also wo es gerade blüht und honigt. Und da muss er mit den Völkern mobil sein. Wenn Sie sagen Volk, was kann ich mir als Laie unter einem Bienenvolk vorstellen? Ein Bienenvolk besteht aus einer Königin, aus Drohnen und aus Arbeiterinnen. Das heißt, viele Arbeiterinnen. Das sind zwischen 10.000 und 50.000. Pro Volk? Pro Volk. Und was muss gegeben sein, damit sich so ein Volk überhaupt wohlfühlt? Wärme ist wichtig, dass man die Bienenbeute bienengerecht baut. Und Windstille, also nicht an einem zugigen Ort aufstellen. Die Bienen kommunizieren ja untereinander genauso quasi wie wir Menschen. Aber wie funktioniert denn wirklich die Kommunikation unter den Bienen? Wie weiß eine Biene, was sie zu tun hat überhaupt? Ja, das ist eine ganze Wissenschaft. Also im Volk drinnen ist die Königin, die mit ihrem Pheromon den Ton angibt. Es sind außerhalb vom Volk, wenn eine Biene Honig sucht, dann gibt es die Schwänzel oder die Rundtänze, welche Karl von Frisch erforscht hat. Und somit zeigen die Späherbienen, welche in der Früh ausfliegen, wie weit der Honig entfernt ist oder die Honigquelle entfernt ist, in welche Himmelsrichtung. Da gibt es, das kann man genau nachverfolgen. Und wie weiß eine Biene, dass sie ein Späher ist oder dass sie eine Drohne ist oder dass sie sogar die Königin ist? Ja, die Königin wird ja schon wissen, dass sie die Königin ist. Und die Bienen erkennen das an. Nur aus einem Ei schlüpft dann eine Königin oder eine Biene, das ist dasselbe Ei. Und ein Drohn gibt es nur aus einem unbegatteten Ei. Ein Drohn hat keinen Vater. Okay, und wenn ein Bienenvolk, klar, das Produkt, das alle Leute wahrscheinlich auf dieser Welt kennen, ist Honig. Wie viel Honig produziert ein Bienenvolk? Das ist eine schwierige Frage. Von 0 bis 100 Kilogramm. Aber wenn ich von Vorarlberg sprechen darf, gibt es von 0 bis ca. 25 Kilo ist ziemlich, manchmal bis zu 40 Kilogramm ist eine Rekordernte. Pro Jahr? Pro Jahr. Also beispielsweise Bregenzer Wald, weiß ich, Imker, die haben die Schleuder überhaupt nicht benutzt und dieses Jahr haben sie sie wesentlich besser benutzen können oder überhaupt benutzen können und hatten einen schönen Ertrag. Das ist ganz verschieden. Und das hängt ab von den Witterungsbedingungen, oder? Das hängt von den Witterungsbedingungen ab und von der Volksstärke. Also ich muss, wenn die Tracht kommt, wenn die Blumen honigen, muss das Volk stark genug sein, aber es nützt nichts, wenn dann das Wetter schlecht ist. Also oft einmal trimmt man die Bienen dazu, bringt sie, dass sie am richtigen Zeitpunkt auf dem Höhepunkt sind, aber wenn das Wetter nicht gut ist, nützt alles nichts. Der Honig, den die Bienen produzieren, gibt es da nur eine Sorte, die tagtäglich bei uns auf dem Frühstückstisch steht beispielsweise? Grob gesagt gibt es in Vorarlberg drei verschiedene Honigsarten. Das ist der Blütenhonig, der Blatthonig und der Waldhonig. Der Blütenhonig ist der helle Honig, der Blatthonig und der Waldhonig sind die dunklen Honige. Und der Blütenhonig kristallisiert früher und der Waldhonig kann bis zu 2 Jahre flüssig bleiben. Und was ist der Standardhonig quasi, der bei uns auf den Tischen steht? Bei uns auf den Tischen steht meistens der Mischhonig. Also eine Mischung zwischen Waldhonig und Blütenhonig? Zwischen verschiedenen Blüten. Und je nachdem, wie das Jahr ist und der Standort ist, gibt es eben den hellen Honig oder den dunklen Honig. Aber der dunkle Honig, der Waldhonig, ist nur alle 10 Jahre in Massentrachten zu haben. Dieses Jahr haben wir etwas gehabt, aber nicht allzu viel. Und wer nun viel auf Reisen geht oder im Sommer auf Urlaub fährt, die Biene trifft man eigentlich überall an. Die Biene gibt es auf der ganzen Welt. Auf jedem Kontinent? Bienen gibt es auf der ganzen Welt und die Honigbiene auch. Bienen gibt es ja viele Arten.
Es ist aber nicht so, dass auf jedem Kontinent dieser Erde gleich viele Bienen existieren, natürlich nicht. Und da komme ich jetzt auf einen sehr, sehr sensiblen Punkt zu sprechen, nämlich das Bienensterben. Man liest es oft, man hört es in letzter Zeit auch relativ oft. Was steckt wirklich hinter dem Bienensterben dahinter? Bei dem Bienensterben, was in letzter Zeit gehört wurde, ist die Maisbeizung schuldig. Der Mais wird gebeizt gegen den Maiszünsler. Anfangs hatte man da noch keine Erfahrung und schoss mit Pressluft diese Körner in den Boden und die Stäube des Giftes verbreiteten sich und da war das Bienensterben sehr hoch. Inzwischen gibt es Sämaschinen, welche das besser können, aber jedoch die Gutation der Pflanzen, also das Schwitzen der Pflanzen in der Nacht, ist Gift enthalten. Und wenn die Bienen in der Früh Wasser holen zum Trinken, dann erreicht sie das Gift und dann gibt es das Bienensterben. Und dieses ist in Vorarlberg nicht so hoch, da der Maisanbau nicht so stark ist, als wie in anderen Bundesländern oder im Ausland. In diesem Falle sind ja wirklich wir Menschen für das Bienensterben verantwortlich. Was können wir jetzt dagegen tun? Durch viele Interventionen, sogar in Brüssel hat man interveniert, wird diese Maisbeizung teilweise schon verboten. Aber das wird wahrscheinlich wieder andere Leute auf den Plan rufen, nämlich die, die Mais anbauen. Wie ist da der Konflikt zwischen Imkern und Maisanbauern? Das ist nicht direkt mit den Imkern, sondern mit den Imkerverbänden. Aber ich denke schon, dass sich da dies wesentlich gebessert hat. Also ich zitiere jetzt Albert Einstein. Albert Einstein hat eins gesagt, wenn die Bienen aussterben, haben die Menschen noch 4 Jahre zu leben. Das stimmt, Albert Einstein hat das gesagt. Ich nehme das nicht ganz so wörtlich, dass die Menschen sterben, sicher, aber dass es nicht gerade 4 Jahre sind, vielleicht etwas mehr. Warum sind denn Bienen überhaupt so wichtig für uns? Nur wegen dem Honig auf keinen Fall, oder? Der Honig ist der geringste Teil, 4/5 der Nutzen der Bienen ist für die Allgemeinheit. Die Bestäubung und. Und 1/5 ist für das Köpfchen der Imker. Und was kann ich mir jetzt als Leiter darunter vorstellen, wenn 4/5 für die Allgemeinheit ist? Wie spüre ich das als Privatperson? Was würde ich spüren, wenn es keine Bienen mehr geben würde? Also Obst gäbe es viel, viel weniger. Und teilweise nicht so schönes Obst, da die Bienen dieses Obst bestäuben und kein anderes Insekt, was dies auch macht, nicht in dieser Masse im Frühjahr vorhanden ist. Aber in Vorarlberg ist eine flächendeckende Bestäubung gewährleistet? Die ist sicher gewährleistet. Warum? Weil es genug Bienen gibt. Begeisterte Imker. Begeisterte Imker. Sie sind einer davon, einer der begeisterten Imker. Wie kann man sich einen Imker vorstellen? Wie kann man sich ein Imkerleben vorstellen? Was sind denn die Aufgaben überhaupt eines Imkers? Die Aufgaben deines Imkers ist, mit der Natur zu arbeiten. Das heißt, man muss von vornherein, und das muss vorausgesetzt sein, ein naturverbundener Mensch sein. Und gibt es auch, ich sage jetzt mal, ja, solche naturverbundenen Menschen, also Imker in meinem Alter, Mitte 20 beispielsweise? Sicher. Ich habe schon Anfängerkurse gehabt, da habe ich Schüler gehabt. Und die konnte ich alle begeistern. Das heißt, sie sind schon mit einer Begeisterung gekommen. Und wenn man sie fördert und ihnen das richtig beibringt, dann sind sie begeistert. Es ist nur, am Anfang ist das Problem das Stechen. Und wenn sie das überwunden haben, ist das eine ganz wunderbare Sache. Warum soll ich Vorarlberger Bienenhonig kaufen? Vorarlberger Bienenhonig, damit unterstützen sie die ganze Natur in Vorarlberg. Und da wir in Vorarlberg keine großen Massentrachten haben, können die Bienen den Honig viel besser verarbeiten. Das nennt man die Invertase-Aktivität. Also die Bienen bringen nur Nektar nach Hause und der wird dann öfters umgetragen. Und wenn eine Massentracht ist, können sie das nicht so oft machen und somit ist die Invertase-Aktivität nicht so hoch. Das sind körpereigene Fermente, was die Bienen zum Honig dazugeben. Das heißt also, Sie legen jedem ans Herz, regionale, nachhaltige Vorarlberger Produkte, Bienenerzeugnisse zu kaufen. Genau. Und wenn jemand Pollenallergie hat, dann ist es wichtig, Honig aus der Umgebung zu kaufen. Und zwar Blütenhonig, da nur im Blütenhonig Blütenstaub enthalten ist.
dann ist man etwas immun gegen Pollenallergie. Also auch im Gesundheitsbereich einsetzbar? Auch im Gesundheitsbereich einsetzbar. Und um noch kurz zu Ihrer Geschichte zu kommen, Herr Burtscher, wie wurden Sie zum so passionierten Imker? Es war ein freiwilliger Zwang. Ein freiwilliger Zwang, schön. Meine Mutter hat ein Bienenvolk bekommen. Ich fragte sie, warum willst du Bienen? Ja, damit man einen eigenen Honig hat. Aber wir hatten zu Hause eine kleine Landwirtschaft und meine Mutter ging arbeiten. Sie musste schon um 5:30 Uhr früh weg und kam erst um 7:30 Uhr nach Hause. Und somit habe ich das übernommen. Anfangs sehr zwanghaft, aber als das überwunden war, war das immer, und das geht jedem Imker so, wird es immer faszinierender. Darum kennt man keinen Imker, der aufhört irgendwann, oder kaum einen. Es ist dann höchstens Gründen, dass man krank wird, oder aus familiären Gründen, dass jemand keine Zeit mehr hat. Aber sonst bleibt ein Imker ein Leben lang Imker. Wo liegt denn nun wirklich die Faszination am Imkern? Was gibt Ihnen das Imkern? Die Faszination ist grob gesagt das Arbeiten mit der Natur, mit so kleinen Insekten. Arbeiten und das, wenn man das ganze Wesen der Biene und das Verhalten der Biene kennt, dann ist es so toll, mit denen zu arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele, viele schöne Stunden beim Imkern. Viel, viel Glück und Erfolg noch für die Zukunft und vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Und auch an Sie, liebes Publikum, das Dankeschön, dass Sie eingeschaltet haben, und ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Ländle Talk aus dem Autohaus Hörburger aus Wolfurt. Das italienische Feinschmecker-Restaurant Tamburino am Garnmarkt in Götzis verwöhnt Sie mit hausgemachter Pasta, Pizza und unwiderstehlichen Dolci. Der gemütliche original-italienische Weinkeller lädt zur Weinprobe ein, ob mit Geschäftspartnern oder privat. Das Tamburino bietet zu jedem Anlass das passende Ambiente. Sind über 70.000 Sekunden Musik pro Tag. Und nur wir spielen keinen Hit doppelt bei der Arbeit. Wir sind pro Tag über 3.500 Sekunden Nachrichten aus Vorarlberg, Österreich und der Welt. Und das immer 5 Minuten früher informiert. Wir bringen jede halbe Stunde die aktuellsten Wetter- und Verkehrsinformationen aus der Region. Am Morgen sogar alle 15 Minuten. Wir sind Vorarlbergs mobilstes Medium und sind täglich 24 Stunden für Sie on Air. Wir bringen Sie zum Lachen, Weinen, Staunen und Träumen. Wir sind Kino im Kopf. Wir sind Vorarlbergs meistgehörtes Privatradio von Partennen bis Lochau, von Meiningen bis Riezlern. Tausende von Vorarlbergern sind bereits dabei, täglich, und das mit ungeahnter Leidenschaft. Sie sind wir und wir sind das Ländle. Wir gemeinsam sind Vorarlbergs bester Musikmix. Seien Sie dabei und schalten Sie ein. Einkauf hochwertiger Produkte ohne Einkaufswege. Durch Bestellung bei Ihrem Direktberater. Direktberater, die Einkommensmöglichkeit für Menschen, die etwas verändern wollen. Ich habe dieses Geschäft begonnen, weil ich es berufsbegleitend und ohne Risiko aufbauen kann.
Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Der nächste Winter kommt bestimmt. Und eine neue Winterausstattung für Kinder und Jugendliche wird gebraucht. Ist das im Familienbudget drin? Winterkataloge hier, Angebote da. Familie Holzer ist ratlos. Die Kinder freuen sich auf Skifahren, aufs Rumtollen im Schnee und auf die ersten Skikurse. Geh doch zum Wilhelmer, ist Outlet neben dem Vandanser Bahnhof. Tolle Winterpakete, wie man es gewohnt ist, vom Outlet Wilhelmer neben dem Vandanser Bahnhof im Montafon. Paket Winter. Ski mit der Länge von 70 cm bis 1,50 m mit Bindung, Skijacke mit passender Skihose in mehreren Farben. 199,99. Das Hohenemser Textilunternehmen Josef Otten veredelt Rohstoffe. Das Team von Ländle TV durfte einen Tag lang hinter die Kulissen der Produktion schauen. Josef Otten, gegründet 1941 von Dr. Josef Otten und heute eines der traditionsreichsten Unternehmen der Region Vorarlberg. Das westliche Bundesland, das als starkes Zentrum der europäischen Textilindustrie gilt, bietet die optimale Ausgangslage für die internationalen Geschäfte des hochspezialisierten Nischenplayers. Die Firma Josef Otten entwickelt hochmodische und exklusive Designs auf hochwertigen Grundqualitäten und produziert diese mit der neuesten Inkjet-Technologie und beliefert die Damen- und Oberbekleidung. Und dort beliefert die Firma Josef Otten im Speziellen die mittleren und gehobenen Segmente. Die beiden Unternehmungen TDI und die dazugehörige Vertriebsgesellschaft Josef Otten sind stetig darum bemüht, die wachsenden Serviceansprüche, aber auch die bereits hohen Qualitätsstandards unserer Kunden zu erfüllen und diesen gerecht zu werden. Von der Kreation neuester Desserts über die Verarbeitung der Stoffe bis hin zum Endprodukt ist Zielstrebigkeit und Serviceorientierung der von Josef Otten selbst gesetzte Maßstab. Von Beginn an zählen für TDI und Josef Otten nur höchste Qualitätsansprüche. Ein Designerteam ist täglich damit beschäftigt, die neuesten Trends und Farben mit in die Desserts einzubringen. Die Inspiration für eine neue Kollektion, in diesem Fall für Sommer 2013, setzt sich natürlich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Zum einen die Inspiration aus den Designerschauen, aus den Sfilade, die in Paris und in Mailand laufen, die wir natürlich übers Internet jederzeit betrachten können. Wir können die neuen Designierungen anschauen, wir können die neuen Farbgebungen anschauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ganz wichtig, die Information in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Was unsere Kunden sehen, was sie für Richtungen sehen für ihr Marktsegment, das sie bearbeiten. Also Inspiration allein ist es nicht. Man muss Inspiration und Information gleichsetzen. Die Designierungen kaufen wir hauptsächlich bei italienischen und englischen Designstudios. Fast täglich wird die Rohware angeliefert, die später durch die Veredelung mit verschiedenen Desserts auf Kundenansprüche abgestimmt wird. Der nächste Arbeitsschritt findet im Labor statt. Hier wird das Material auf Gewicht, Saugfähigkeit und Warenbreite geprüft. Die Vorgaben des Kunden werden sorgfältig eingehalten. Vor, während und nach der Produktion spielt das Labor eine wichtige Rolle, damit der Kunde nur die beste Ware erhält. Sobald das Material den Test bestanden hat, findet es seinen Weg zur Rotationsmaschine. Nachdem die Farbe in der Farbküche sorgfältig angerührt wurde, wird sie hier durch Zylinder mit Schablonen auf den Stoff aufgetragen. Pro Farbe wird eine Schablone verwendet. 8 bis 10 Farben können maximal auf den Stoff aufgetragen werden. Nachdem der Druck abgeschlossen ist, werden die Schablonen gereinigt und ins Lager gebracht. 10.000 dieser Schablonen lagern bereits in den Hallen der Textildruckerei. Doch eine neue Drucktechnik erobert den Markt. Das Inkjet-Verfahren macht Schablonen und Farbküche bald überflüssig. Auch Josef Otten und TDI verwenden bereits das neue Verfahren, das viele Vorteile mit sich bringt. Der Vorteil vom Inkjet-Verfahren ist gegenüber dem Rotationsdruckverfahren,
keine Begrenzung auf Farben. Wir brauchen hier keine Siebe, um die Farbe auf den Stoff zu übertragen, sondern übertragen hier mittels Druckköpfen die Farbe auf den Stoff. Wir sind farblich nicht begrenzt, wir sind vom Motiv nicht begrenzt. Das heißt, wir können unendlich große Motive drucken. Außerdem entfällt die Herstellung der Schablonen sowie die Herstellung der Druckpasten, weil wir hier mit Tinten arbeiten. Nachdem der Stoff bedruckt und gewaschen wurde, wird er mit dem Strangöffner wieder geöffnet, um anschließend aufgerollt zu werden. Dabei wird der Stoff in einem Spannrahmen fixiert und anschließend als sogenannte Kaule, die ca. 1000 Meter fasst, gelagert. Ein wichtiger Schritt ist dann die Fertigwarenschau. Jeder Meter wird kontrolliert, bevor er die Produktion verlässt. Der Stoff selbst wird in 50 Meter Abschnitte geteilt, anschließend werden die Stoffrollen verschweißt und damit versandfertig gemacht. Knapp 4 Millionen Meter Stoff werden jährlich von TDI und Josef Otten produziert und verlassen die Produktionshallen in Imst. Damit alles reibungslos verläuft, koordinieren die geschulten Mitarbeiterinnen im Verkauf die gesamten Backoffice-Tätigkeiten. Josef Otten sorgt so für die Einhaltung der eigenen Ziele. Die langfristige Strategie der beiden Unternehmungen ist ebenfalls klar definiert. Wir wollen auch in Zukunft weiterhin als einer der wenigen bestehenden europäischen vollstufigen Textildrucker am Markt unsere Rolle als Nischenplayer erfolgreich weiterführen. Hallo und recht herzlich willkommen zum Sport hier auf Lände TV. Wir starten gleich durch und zwar mit Basketball. Dort stand das absolute Spitzenspiel auf dem Programm. Die Dornbirn Lions empfingen die Mattersburg Rocks. In der Waldsporthalle Dornbirn empfingen die Dornbirn Lions ihre Konkurrenten im Kampf um den Titel, die Mattersburg Rocks. Über 700 Zuschauer wollten den Schlager der zweiten Basketball-Bundesliga sehen und sie hatten ihr Kommen in keiner Phase des Spiels zu bereuen. In den ersten zwei Minuten war es eine wahre Defensivschlacht. Keine der beiden Spitzenteams konnte scoren, bis Christian Künstner in der angebrochenen dritten Spielminute den ersten Dreier auf sein Konto verbuchte. Das war dann quasi der Startschuss für die Offensivabteilung der Dornbirner Löwen. Arthur Bichler und der US-Legionär Louis Birdsong zogen jeweils mit einem Dreipunkter nach und konnten so mit nur einem Gegentreffer den Spielstand auf 9:2 setzen. Grund genug für Mattersburg-Coach Mike Coffin, die Aufstellung der Rocks komplett über den Haufen zu werfen, und es fruchtete. Die Gäste aus Mattersburg fingen endlich an zu scoren, aber auch für die heimischen Löwen lief's deshalb nicht schlechter. So scorten die Mattersburger einige Offensiv-Rebounds und die Lions spielten ebenfalls in der Offensive auch gut zusammen und assistierten sich gegenseitig viele schöne Punkte. Am Ende des ersten Viertels stand es dann 20:13. Im zweiten Spielabschnitt lief's für die Dornbirn Lions nicht mehr ganz so rosig, denn die Mattersburger kamen immer besser und besser ins Spiel. Vorne versenkten sie unter anderem viele Dreipunkter und hinten standen sie wie eine Mauer. Die Lions hatten mehr als nur Mühe, durch die perfekt aufgestellte Defense der Mattersburger durchzubrechen, schafften es aber trotzdem das eine oder andere Mal. Das erste Mal in Führung gingen die Mattersburger dann beim Spielstand von 25:26. Die Lions aber sahen es mehr als Herausforderung und ließen nicht locker. Durch zwei verwandelte Freiwürfe drehten sie einmal mehr die Führung um und stellten auf 27:26. Die Rocks aber setzten kurze Zeit darauf wieder nach, bevor Nussbaum auf 29:29 stellte und dann war es ein Buzzerbeater, der den Spielstand von 33:32 zur Halbzeitpause fixierte. Somit war also eine mindestens ebenso spannende Partie, als es eh schon war, vorprogrammiert. Nach einem verwandelten Freiwurf von Künstner stellte anschließend Birdsong unter Bedrängnis auf 36:32. Und fast das gleiche Spiel nur wenige Sekunden später. Wieder Birdsong, hier stellte er inzwischen auf 38:36 und dann wurde einmal mehr Joey Vickery eingewechselt. Der sicherste Dreipunktewerfer der Liga machte seinem Namen wieder alle Ehre und scorte gleich seinen nächsten Dreipunkter. 38:39. Und mit diesem hatte er seinen eigenen Run wieder eingeläutet.
Der kanadische Ex-Teamspieler scorte im dritten Viertel nochmals drei Dreier und so hatten die Lions plötzlich einen 10-Punkte-Rückstand. 42-52 hieß die bittere Wahrheit und Lions kämpften weiterhin mit der immer noch so starken Mattersburger Hintermannschaft. Lediglich Börzong und ein Freiwurf konnten den Rückstand ein wenig verkürzen und so hieß es dann, dass die Dornbirn Lions mit einem Spielstand von 45-52 in das letzte Viertel starten mussten. Da musste was passieren, dachten sich die Lions. Vor allem aber dachte es sich Louis Börzong, welcher wohl ein wenig über sich hinauswachste. Er scorte Punkte und Punkte und plötzlich hieß es 54-52. In der Defensive wurde mehr Druck gemacht, Börzong scorte in der Offensive wie ein Wilder und die knapp 700 Löwenfans drehten am Spielfeldrand gleichermaßen durch. Sie peitschten ihre Löwenherzen in einen wahren Spielrausch und dann war es unter anderem Künstner, der noch wichtige Punkte machte. Beim Spielstand von 58-54, knappe 4 Minuten vor Spielende, griff sich Atterbichler noch ein Herz und überzeugte mit einem doch so lang ersehnten Dreier. 61-54. Mit diesem Run, angeführt von Louis Börzong, brachten die Hausherren die Mattersburger völlig aus dem Konzept und gaben so ihre Führung unter keinen Umständen wieder her. Sie hielten einen fast kontinuierlichen 7-Punkte-Vorsprung und die Mattersburger konnten tun, was sie wollten. Der Rückstand von ihnen wurde und wurde nicht kleiner. Auch das Timeout brachte ihnen nichts und so endete das wohl bisher spannendste Match der Raiffeisen Dornbirn Lions mit 75-69. Auf jeden Fall ein Konkurrent um den zweiten, dritten, ersten Platz. Und da sehen wir uns, da sehen wir sie. Und das ist auch Mistelbach und das Mistelbach zu Hause das nächste Topspiel. Ich meine, es war ein Topspiel, es war ein Kampf auf Biegen und Brechen, zwei sehr, sehr starke Mannschaften mit einem verdienten Sieger, Dornbirn Lions, glaube ich. Nein, das Basketball ist immer ein Spiel der Runs. Also es gibt nicht die konstante Möglichkeit, hier sukzessive auszubauen. Aber man hat eben diese Höhen und Tiefen und man muss schauen, dass man wieder zurückfindet. Und wir haben heute im vierten Viertel sehr früh zurückgefunden, haben das Momentum zurückgewonnen und haben fantastische Fans. Ich meine, wir haben heute 800 Zuschauer gehabt, die uns vorangeprescht haben. Und das ist wirklich ein tolles Spiel gewesen. Die Dornbirn Lions also mit einem starken Schlussviertel und mit dem verdienten Sieg. Bei uns geht's nach nur einer kurzen Werbeunterbrechung weiter. Der nächste Winter kommt bestimmt und eine neue Winterausstattung für Kinder und Jugendliche wird gebraucht. Ist das im Familienbudget drin? Winterkataloge hier, Angebote da. Familie Holzer ist ratlos. Die Kinder freuen sich auf Skifahren, aufs Rumtollen im Schnee und auf die ersten Skikurse. Gondoch zum Wilhelmer ist Outlet neben dem Fandanser Bahnhof. Tolle Winterpakete, wie man es gewohnt ist vom Outlet Wilhelmer neben dem Fandanser Bahnhof im Montafon. Paket Winter. Ski mit der Länge von 70 cm bis 1,50 m mit Bindung. Skijacke mit passender Skihose in mehreren Farben. 199,99. Admiral Sportwetten. Spannende Live-Übertragungen. Top-Quoten. Live-Wetten. Modernste Ausstattung der Filialen. Admiral Sportwetten. Dreimal in Vorarlberg. Wetten, Sie gewinnen.
Sport eine der schönsten Nebensachen der Welt. Unfälle und Verletzungen sind dabei leider nicht immer vermeidbar. Vor allem bei Sportarten wie Fußball sollte deswegen eines immer mit dabei sein: das Cooldown Fix-Aid. Die Revolution in der Erstversorgung von Verletzungen des Bewegungsapparates. Konstante Kühlung und Kompression sorgen dafür, dass Sie rasch wieder voll angreifen können. Willkommen zurück hier beim Sportsauf Lände TV. Ab Donnerstag sehen Sie hier auf diesem Sendeplatz die Highlights vom Fußball-Erstliga-Ländle-Derby zwischen Altach und Austria Lustenau. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Das war's vom Sport. Danke an die Sportredakteure. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich verabschiede mich bei Ihnen, wünsche Ihnen eine tolle Zeit und freue mich auf Sie, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt: Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV.